Lieber Papa, ich hatte 1000 Fragen an dich und konnte sie dir nicht mehr stellen. Kurz vor seinem Unfall, da hat er ein Buch gehabt über Familiengeheimnisse. Und das war dann der Grund, dass ich das euch am Sterbebett eures Vaters gesagt habe. Jetzt taste ich mich vor, setze Puzzleteile zusammen und versuche zu verstehen, was sein Geheimnis mit mir zu tun hat. Das Schlimmste war einfach, dass die Mama den Zusatz gesagt hat, ihr dürft mit niemand drüber reden. Und hatte halt dann selber ein Geheimnis, was ich nie haben wollte. Also die Leute, die ihn gekannt haben, haben alle positive Erinnerungen. Zurückhaltend, optisch nicht auffallend, ganz einfach normal vielleicht. Hatte ich die Angst, abartig zu sein, von allen Menschen ferngehalten? Du weißt ja, wie die Leute auch sind. Sind ja nicht alle frei und offen, können das akzeptieren. Er hat gut ausgeschaut. Bin dann mit ihm zum Einkaufen gegangen und wir haben Sachen gemeinsam rausgesucht für ihn. Du hast mir also dein Doppelleben in die Wiege gelegt. Ich hätte nie gedacht, dass uns auf eine Art dieselbe Sehnsucht verband. Jedenfalls hätten wir beide ganz andere Abenteuer zusammen erleben können. Stattdessen aber spielten wir alle das Stück von der makellosen bürgerlichen Familie.